Alter, wir haben die ja wirklich umgebracht. Jo. Heftig. Sind wir gut. Aber So. diesmal waren sie ein bisschen leichter halt. Nochmal Panzer-Upgrade, oder? Alter, können wir nochmal Panzer-Upgrade? Ja doch, komm, nochmal Machen wir eins. das mal. Maximales jetzt haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auf V5 noch geht, aber ich glaube mal nicht alt. Nee, geht nicht weiter. Guck dir das an, wie viel Gesundheit wir haben, ey. Leck mich am Und da müssen wir Arsch. runter. Ach, den Spast müssen wir aufhalten, der will das ins Wasser geben. So. Dieser blöde, verdammte Mistkerl. War doch voll easy. Geronimo! Genau. So macht man das. Nämlich. Oh. Okay, hier gibt's nichts. Also müssen wir hier rein. Dann höre ich auch schon die ersten Gegner. Ein Drei Gegner. Gegner ist bewaffnet. Oh, was sind die nur? What the fuck? Was ist das denn? Was sind wir hier? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Müssen wir wohl doch wieder hoch. So nämlich. Hier sind die irgendwo. Ah, glaube ich nämlich auch. Da Ach, sind die. da sind die. Müssen wir so hoch. Sag mal, den haben wir guten Tag. Mal gucken hier. So, den bewaffneten Typen schon mal ausschalten hier. Und den Messertypen, den Schlag. Oh. Auch gleich mal auf die Fresse. Ja. Ach, schade. Aber okay, gut. Es waren nur drei. Der Bewaffnete war gleich am Arsch. Der andere wollte sein. Hast du ein Tonband? Genau. Dann hören wir doch da mal rein. Harley Quinn. Hallo, wir So. müssen hacken jetzt. Ach stimmt, ja. Das habe ich total verpasst jetzt. Wir müssen ja weiter runter hier. Die Tür Ja. ja öffnen. Die haben immer mehr Leben hier, die Teile. Die gehen nicht so schnell. Oh, zwei. Zwei auf derselben Frequenz. Sehr schön. Bams. Super. So, jetzt gehen die Türen wieder auf. Alter, aber der müsste eigentlich schon längst über alle Berge sein, der blöde Penner. Und da unten sind noch mehr. Ja, das ist klar. Will dann natürlich hier gleich wieder, dass uns alle aufhalten hier, dass wir ihm nicht folgen. Alter, wo ist er denn? So, hier. Und wie tief unten der ist, ey. Alter, hoffentlich ist da keiner bewaffnet. Nein, Nicht keiner. alle nicht. Aber jetzt gleich. Scheiße, nein. Ha, er kriegt den Schrank nicht auf. Okay, doch, der Schrank ist offen. Alter, nochmal ein. Die stehen Komm, alle mach auf. zack, zack, boom, boom, bim, bam, Ja, boom. ne? Also irgendwie. Das ist mir jetzt so egal, auch wenn ich nicht kontern kann. Scheiße, der ist wieder am Schrank, einer. Die sind hartnäckig, die Typen. Aber ihre Hartnäckigkeit ist ihre Schwäche. Zack. Patz! Gut, endlich mal kein Bug, dass der irgendwie zu weit über dem Kopf trifft oder irgendwie sowas. Meine Güte. Manchmal sieht es immer so ein bisschen fail aus. Zugang zum Kontrollraum. Da schau mal ein Tonband. Wood. Ein Wood. Tonband. Wood.
Natürlich, die wollen wir uns alle anhören hier. Von wem? Von Killer Croc. Hallo? Ah. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doc. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Sich mit deinen dunkelsten Albträumen füllen und du wirst niemals deine wertvollen Venom-Wurzeln erreichen. Tu es nicht, Craig. Und da ist er weg. Ja, aber gut, dass der Beutel hier nicht hier reingefallen ist, weil dann wäre Gotham ein bisschen am Arsch gewesen, würde ich mal so sagen, wenn ich das mal so behaupten darf. Wo geht das lang? Ja, muss jetzt da rüber auf die Wand, auf andere Seite, okay. Nicht da. Ja. So, komm schon. Und aber dass er uns geholfen hat? Das war, glaube ich, nicht geplant. Der hatte einfach nur Hunger. Da hört man schon. Und er wollte ja nicht, dass sein Versteck verseucht wird. Ja, genau. Es befindet sich in einem Abwassersystem. Schick mir einen Plan. Es ist hier wie in einem Labyrinth. Es steht nichts in den Akten. Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Croc? Croc ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Zugang. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Lecker. Weißt du, müsste ganz ruhig sein. Stimmt. Tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Oh, Scheiße. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Müssen wir sehr, sehr langsam sein. Ja. Weil der ist hier irgendwo. Scheiße. Ja, okay, wenn ich so... Er könnte jederzeit hochkommen. Ja. Hab ich überhaupt die Batarangs? Ach gut, die sind aktiviert. Alter. Ja, das ist halt die Endboss. Das ist der Endboss-Fight halt. Nicht wirklich so mit Lebensanzeige, aber du weißt halt nie, wann er kommt. Das ist voll fies. Und dann ist er auf einmal plötzlich hochgesprungen kommt und dich schnappt. Ja. Oh Gott. Ja, okay. Kommt der hier schon? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, erst wenn wir was eingesetzt. Nee, hier doch, kommt doch, jetzt der ladet. Das. Er kommt gleich. Da ist er auch schon. Hallo? Schnellbattering geht nicht? Das sieht schon geil aus irgendwie. Richtig gut. Ich bekomme Angst! Halte den Battering bereit. Alles klar. Komm. So.
So, jetzt. Und weiter geht's. Das wird sich beruhigen hier. Ganz ruhig. Ach, ohne Spaß. Wo geht's denn überhaupt lang? Um Gottes Willen. Geh mal einfach mal hier. Überall rüber. Es muss einfach. So. Ach, das müssen wir einsammeln. Diese Pflanzensporen. Ja, Sporen sammeln. So. Okay. Diese Sporen enthalten nicht genug Antivenom. Ich muss unbedingt mehr finden. Wir brauchen mehr. Wir müssen das ganze Gefäß füllen. Ja. Warte. Wir sind in der Nähe. Also muss ich überall umgucken. Oh, ah, gut. Oh, fick dich. Wumm, wumm, wumm. Das könnte überall sein. Ist es da? Nee, ich gehe einfach mal so lang. Das sieht man ja dann, weil das ist der richtige Weg. Eigentlich. Mal gucken. Okay, das ist der falsche Weg. Auch der falsche Weg. Ach, wenn's rot wird, dann ist schon falsch. Ja. Ah! Alter, jetzt kommt der auch noch von hinten, der blöde Penner. Puh. Okay. Okay, ist noch richtig? Hier lang. So lang? Nein, nein, falsch. Andere Richtung. So, so, ja. Da drüben ist er schon. Toll, jetzt kommt er auch noch von der Seite. Ja, ja, der kommt von allen möglichen Seiten. Nur hier kann er jetzt nicht reinkommen, weil da ja, wie gesagt, das Tor dazwischen ist oder so. Ja. Ach, braucht nur einmal. Was macht denn da die ganze Zeit? Bip, 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 bip. Bewegen wir uns so hastig, dass es... dass Croc jetzt jederzeit kommen könnte. Na. Oh mein... Oh, ah, er kann doch reinkommen. Ja, er kann die Türe aufbrechen. Alter, dann wird es immer richtig laut, wenn der kommt. Ja, also mach mal lieber ein bisschen leiser stellen. Ich hab's mal auch leiser gestellt. Weil das ist definitiv zu laut. Alter, wie viele denn noch? Brauchen noch ein bisschen. Als Maulkroc. Ist uncool. So. Scheiße. Alles war knapp. Oh mein Gott, ey. Hätte ich mich jetzt, hätte ich jetzt nicht. Nee, du warst richtig. Nee, hier bin ich richtig. Nur wo ist das? Wo ist das? Also muss ich hier richtig sein. Also, er kann seitlich kommen. Er kann geradeaus kommen. Er kann von hinten kommen. Falsch. Die Richtung. Oh, oh, oh. Kommt sie nicht gleich wieder. Sag ich doch. Super. Gut. Na ja, klar. Kommt, kommt er durch die Tür. Und nicht durch die Wand. Ah, ah, gut, da dass er das gemacht hat. Was, sonst wären wir da gar nicht durchgekommen. Da drüben ist was von dieser Pflanze. Fette Trampel da, ja, ohne Witz. Trampelt hier alles platt. Alter. Ohne Spaß. Dididididididid. Wir haben immer noch so wenig. Alter. Denk mal zwei Pflanzen noch. Oh, hier. Ah, oh, weg. Weg. Einfach nur weg. Ja, könnte sein, zwei Pflanzen noch. Machen wir das noch? Jo. Reicht das noch von der Zeit her? Jo, das wird doch reichen. Gut. Weil ich muss ja so langsam laufen, also nicht, dass jetzt zack oder so, ja. Ich weiß schon. Mal ein bisschen schneller, weil... Komm von da.
Nämlich falsch. Mhm. Gut, das ist richtig. Leute. Anspannung pur. Ja. Darum reden wir jetzt auch gerade etwas leiser, weil wir einfach uns konzentrieren müssen, auch drauf achten. Oh Mann. Ja, vielleicht war es auch schon das Letzte. Jetzt wird es wieder ein Ticken schwerer. Jetzt müssen wir auch noch mit diesem Seilding darüber. Ins Wasser können wir, wie gesagt, nicht. Sonst gehören wir ihm. Na, ja, noch eins, glaube ich. Ja, Alter, wie weit ist das denn bitte schön entfernt? Alter. Wollt ihr nicht gerade nach uns greifen? Ja. Puh. Oh mein Gott. Ah, fuck. Renn! Oh mein Gott. Das ist Terror pur. Leute, so geht's nicht weiter. Puh. Scheiße. Wenn wir es nicht schaffen, dann sagt bitte Batmans Angehörigen, sie haben ihn lieb. Fuck! Was das Scheiße ist, wenn du gerade am Reden bist, dann wird auf einmal richtig plötzlich laut und... Naja. Muss ich dann hier beim Bearbeiten hier ein bisschen leiser machen, dass man uns überhaupt dann nochmal hört. Wenn wir an der Stelle ein bisschen reden. Ohne Spaß. Gerade gedacht, das müssten wir jetzt wieder von vorne machen, aber... Ey, das wäre echt scheiße. Das wäre richtig scheiße. Okay. Es passt beim nächsten Mal auf. Ja, ich versuch's. So. Ich hab's schon. Ja, super. Okay, ich dachte schon. Er wäre jetzt nicht mehr da gewesen, wenn man marsch. Jetzt kommt er gleich, er kommt. Von wo? Oder nächste. Von hier, glaub. Ah ne, der kommt von rechts. Oder geradeaus. Blödes Arsch. So, tauch mal schön wieder ab. Geh wieder dahin, wo du hingehörst. Und zwar. Wow, shit. Nein. Es sind nicht mehr viele Meter. Wir haben gleich das. Letzte bisschen von der Pflanze sind falsch. Da drüben müsste sein. Da sieht man was Grünes leuchten. Der kommt gleich wieder. Na okay, solange er gerade nur von geradeaus kommt, dann ist alles easy. Jo. Okay, da ist's. Die letzte Pflanze. Hoffen wir's. Aber das müsste reichen. Jo, oder? Ja. Ich hab genug Spuren. Ich muss okay. Zur Bathöhle und das Gegenmittel entwickeln. Oh, ich hab's. Du hast da unten ein Radarsignal aktiviert. Clever. Das war wieder zurückfinden. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Er wird kein Problem sein. Falsch. Also 500 Metern bis zum Ausgang. Mhm. Ah. Ja, das geht ja auch. Auch nicht schlecht. Okay, doch. Oh, scheiße. Bis hierhin. Wo bist du? Geht so? Ah ne, er geht nicht weiter. Super. So, komm mal ein bisschen schneller voran. Na, etwas. Aber der kommt gleich wieder. Ich höre ihn schon wieder brummen hier, wie er wieder richtig wütend ist und alles. Alter, da ist er. Gut, dass wir dann dennoch nicht runterfliegen, obwohl der
auf das Floß drauf liegt, wo wir gerade drauf sind, irgendwie. Keine Ahnung. Oder? Wow. Nein, 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 nein! Oh, fuck. Gerade andere Richtung. Kannst du nicht so mit dem Seil. Kurz rüber. Stimmt eigentlich. Da sparen wir uns vieles. Oh nein! Ja. Oh, danke, dass der gewartet hat und nicht gleich losstürmt. Ja, wir fahren da, ey, und auf einmal steht er da, ey. Dem direkt in die Fresse. So, du bist ein Arschloch. Du kommst zweimal. Das kommt er, glaube ich, zum Schluss nochmal richtig oft. Das hört sich dann aber ziemlich fehl an, wenn sich die Musik so überlappt. So. Oh Mann, das ist noch so weit. Falsch? Nee, ist noch richtig. Nicht richtig. Doch. Wir sind noch richtig. Würde ich sagen, geht's nicht dahin. Immer da, wo der Krog herkommt. Der Krog. Denke ich mal, müssten wir, glaube ich, immer nur noch geradeaus. Falsch. Oh mein Gott. Glück gehabt, ey. Scheiße, ne. Schon ein richtiges Labyrinth hier. Ne, andere, oder? Ah, richtig. Ist sogar richtig. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre falsch. Er kommt sicherlich wieder. Doc Rock. Das ist mir so einer. Oh, oh. Oh, jetzt gibt's nur noch ein Gerenne. Toll, dann mit dieser geilen Ansicht hier von hinten. Ah. Oder von vorn. Scheiße. So, aufpassen. Ach, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Das Einzigste ist halt bloß, wie gesagt, die Kamera irgendwie. Na, jetzt haben wir's doch. Haben es geschafft. Scheiße. Zu spät. Nanu? Lol. Stirb. Oh, ich hab's gehört, Alter. Oh. Schön das Genick gebrochen. Also musst du beim nächsten Mal ein bisschen früher drücken. Hab ich gemerkt. Ich wollte bloß die Spannung eigentlich ein bisschen. Alter. Aber nee, wir sind ja jetzt so weit, dass wir jetzt wieder abhauen müssen. Ab hier. Aber dennoch, ist doch scheiße, ist das. Jo. Sorry. Abend dann gleich, ich schaff wieder. Ich hoff's. Ich darf auch nicht rauskommen. Boah. Lauf, lauf, lauf. Einfach immer geradeaus. Jetzt kommt sowieso nur noch geradeaus. Krocki. Und jetzt keine Spannung machen. Drücken, sobald er kommt. Zünden! Nein! Ciao, Krog. Ja, ja. Alles interessant. Kehre zur Bathhöhle zurück, um geschafft. Die Antititan-Blablabla-Paste herzustellen. Aber dies gibt es erst in der nächsten Folge von Let's Play Together Batman Arkham Asylum mit mir, dem Florian und dem Martin. Also, wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Und wir